Der österreichische Zivilschutzverband veranstaltet für Volksschüler der vierten Klassen jährlich eine Kindersicherheitsolympiade. Dabei gibt es Ausscheidungen in allen Bundesländern mit Bezirksbewerben und einem großen Landesfinale. Beim Bundesfinale wird schließlich der Bundessieger ermittelt. Alle Bewerbe folgen einem einheitlichen Veranstaltungskonzept. Die Veranstaltung beginnt mit dem Einmarsch der Teilnehmer und einer olympiawürdigen Eröffnungszeremonie. Dazu gehören der Olympische Eid und das Entzünden des olympischen Feuers. Ich gelobe! Ich gelobe! Na super. Bei der heutigen Kindersicherheitsolympiade. Der Safety Tour 2008. Die Regeln zu achten. Und als fairer Spieler. Mit meiner Mannschaft. Am Wettstreit teilzunehmen. Und somit möge. Die Safety Tour 2008. Erfolgreich beginnen! Die Klassen treten paarweise gegeneinander an. Insgesamt werden 4 Spiele ausgetragen. Link bei Zeltweg. Volksschule Link bei Zeltweg spielt gegen die Volksschule Landschacher 4b. Gegen die Volksschule Landschacher 4b. A. Totenkopf. B. Adler. C. Flammensymbol. Das Kommando lautet Safety. Brennbare Stoffe. Beim Safety-Spiel für Lebensretter handelt es sich um ein schnelles Ratespiel, bei dem die gesamte Klasse mitwirkt. Mit Schnelligkeit und der richtigen Beantwortung von Sicherheitsfragen können Punkte gesammelt werden. Die Lehrer sind mit einem Notruf-Wurfspiel mit dabei. Beim Radfahrspiel geht es um Geschicklichkeit, sicheres Radfahren, Schnelligkeit und die Kenntnis von Notrufnummern. Sicherheit geht dabei vor Schnelligkeit. Die am Fahrrad mitgeführten Safety-Bälle dürfen nicht verloren gehen. Natürlich ist bei den Bewerben auch stets für Verpflegung gesorgt. Bei der Olympiade steht nicht der Wettkampfgedanke, sondern die Chance, durch Spiel und Spaß Selbstschutz zu erlernen, im Vordergrund. Das Ziel ist es, unseren Kindern das Thema Sicherheit und Selbstschutz mit einer entsprechenden Nachhaltigkeit spielerisch zu vermitteln. Wir haben hier 4 Spiele und das gelingt uns bestens. Teilnahmeberechtigt sind die Volksschulen 4. Klasse, das heißt 4. Schulstufe, und es melden sich jährlich an die 250 Volksschulen für diese Kindersicherheitsolympiade an. Jetzt habt ihr den Auftrag bekommen von dem Baumeister, ihr holt euch die Würfel. Beim Gefahrenstoff-Würfelpuzzle geht es darum zu erkennen, mit welchen Symbolen giftige oder brandgefährliche Stoffe gekennzeichnet sind.
Aus 9 Würfeln gilt es, rasch das gefragte Symbol zusammenzustellen. Zum Schluss wartet noch der Kinderlöschbewerb auf die Mannschaften. Dabei steht ein Löscheinsatz mit einer Kübelspritze auf dem Programm. Möglichst viel Wasser muss gezielt und schnell durch eine Lochwand gepumpt werden. Auf die Sieger der Bewerbe wartet eine Reihe von Preisen und der Erfolg, Wichtiges zum Thema Sicherheit gelernt zu haben. Herzlichen Glückwunsch. Alles, alles Gute. Rang 2. Die Volksschule aus Peckholm. Der jeweilige Bezirkssieger nimmt dann am Landesfinale teil und schafft vielleicht den Sprung zum großen Bundesfinale.